So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Hast du auch aufgenommen? Was war denn das jetzt? Oder ein... Ja, halt, ich musste gähnen. Wolltest du so machen, so... Nee. Da ist Wasser. Da ist Wasser. Da ist Kohle. Setz mal deine Brille auf, ey. Was? Ich will die Kohle nicht mitnehmen. Ja, schön für dich. Ich will einmal kurz gucken. Ich muss über diese Brücke und dann links. So. Biba, bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Biba, bitte, 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 bitte. Da hätte man auch noch mal reingucken können. Da war noch mal Kohlen. Oh. Es ist so wunderschön hier. Stein. So, herzlich willkommen in Diersville. Dem Ort, an dem Träume wahr werden. So, zu Ihrer Rechten sehen Sie die Immobilie von Will Smith. Der hat hier eins gehaust. Oh. Ich habe meinen Touristen verloren. Ja. Er fährt einfach weiter, ey. Du sagst ja nichts. Ich habe doch gesagt Kohle und du hast gesagt, will ich nicht abbauen. Da habe ich gesagt, aber ich... Ach so, ich wusste, ich hab nicht mitgekriegt, Alter, wie, dass du da wie verklatscht kann man eigentlich sein, bitte? Ja, muss ich mal den Mund aufmachen, Jasmin. Hä, ich hab doch gesagt Kohle. Ja, du hast gesagt wo? Na, ich gesagt da. Ja, da hab ich gesagt, will ich nicht mitnehmen. Ja, du, ich aber, dann kriegst du keine Munition mehr. Na gut, dann ist das Messing für mich. Ich hab mein eigenes gesammelt. Nein. Doch. Hast du es in deiner Tasche? Nee, das habe ich jetzt ins Auto gepackt gehabt, aber ich habe es gesammelt. Sobald das in meinem Auto ist, hat es den Besitzer gewechselt. Gut. Dann nehme ich die ganze Munition in mein Inventar. Nein, das ist in meinem Haus. Das habe ich gefunden. Entschuldigung, Ma'am. Darf ich einmal reinkommen? Ich muss die Heizkörper überprüfen. Oh nein. Level up. So, was haben wir denn hier Feines? Oh, endlich raus aus dem Gebiet hier, ey. Was sind das für eine Kackbutze? Haben die hier Fußbodenheizung? Oh, wow. Hier ein Heizkörper bis jetzt. So. Aber der kann weg und den kann ich mir eigentlich genehmigen. Bip-bap, bidi-bidi-bip-bap, bidi-bidi-bap, bip-bap, bip-bap, bidi-bidi-bap, bidi-bidi-bap, bip-bap. Was? Das jetzt? Sieht jetzt nicht so vertrauenserweckend aus. Kleinen Moment, ich muss nachladen. Klippo! Das hat er sich nochmal durch den Kopf gehen lassen. So, eine wunderschöne Lampe. Ja, bitte. Du bist alles? Du alleine bist für diese gruselige Musik verantwortlich gewesen? Ja.
So geht das, Böschchen. Lass dir vom alten Kreis noch mal was zeigen. So, Heizkörper. Ich habe bis jetzt hier noch keinen Heizkörper gesehen. Ich glaube, das Haus hat keine. Das ist ja denn enttäuschend, ne? Naja, nehmen wir die anderen Sachen mit. Bipa, bidi, bipa, bidi, bidi, bipa. Oh, bist du auf dem Weg nach Hause? Nein. Ach so, weil du dich von mir distanzierst, deswegen dachte ich. Oh Gott. Hä? Das ist alles hier? Das ist ein komisches Haus. Ich gehe zum Händler. So, hier will jemand nicht, dass ich reinkomme. So. Klopf, klopf. Oh, fall doch nicht gleich mit der Tür ins Haus, mein Freund. Aua, das hat mir wehgetan. Wieso tust du dieses? Aha! Ja, weißt du, wer du bist? Das ist doch mal ein Haus hier, hm? Jasmin, der Junge, wollte mich belästigen. Hm. Fürs Protokoll, ich mag das nicht. Hm. Fürs Protokoll, es interessiert mich nicht. Ist jemand bockig? Naja, gut, das nehme ich so hin. Messingheizkörper, mal gut, dass ich den gefunden habe. Hä? Das ja, ist doch nicht der... Mach's dir bequem, du alter Suffbolzen. Hä, das ist doch nicht Trader. Oder? Hä? Kann das sein? Nee, das ist ja nicht. Hä? Ja, ich muss zu ihr zurück. Ich bin jetzt bei ihr. Ja. Ich wollte gerade sagen. Ja. Toll, das ist ja scheiße. Strukturelle Klammermod oder Molotow-Cocktail-Munition 10. Nämlich die. Es bereitet mir... Oh, Blaubeerkuchen. Ein ungutes Gefühl zu wissen, dass die sich hier rausprügeln. Ich aber nicht sehe, wo. Da. Also wann die kommen. Zigarre. Jungs, sagt ihr Bescheid, wenn ihr soweit seid, ja? Da habe ich noch gar nicht reingeguckt. So. Oh Gott! Oh, habe ich mich erschrocken. Geh weg! Nein! Jetzt wechsel doch die Waffe, du Idiot! Irgendwie, Jasmin? Was denn? Nix. Ich bin nicht bei dir. Ich weiß. Irgendwie wollte er gerade nicht von der... Vor allem, da kriegt er wieder Panik, ne? Da muss er den echt nie eben in mein Messing wegnehmen. Eben mir mein Messing wegnehmen? Der wollte irgendwie gerade nicht von der Rohrzange auf den Schlagstock wechseln. Ja, dein Problem. Ja, das war wirklich gerade mein Problem. Ist ja deins, nicht meins.
ist aber jemand bockig. Nee. Habe ich kein Glas gekriegt? Gut. Gut, 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 Knut. Ja, wollen wir mal noch einen höher hier, oder? Gucken, was uns... Na. Diesmal wechseln wir rechtzeitig. Kann ich dich da reinschubsen? Rechte Axt! Oh, da hast du mich aber gelingt, hast du mich da, ne? Ja, oh, da freut er sich so. Oh, hab ich. So, wunderschön. Sag doch was, ey. Gedacht, hier ist gar keiner. Das ist ein skurriles Haus hier. Hat nicht genug Shit drin. Tja, mein Auto ist komplett voll mit Jetons. Was ist der Rettungseinsatz? Bahnet ihr einen Weg durch die Asche? So. Schon wieder in dieses kranke Lied, ey. Darf ich einmal? Mann. Lampe sagt rausgehen. Wie mach ich das mal? Wer sagt rausgehen? Lampe. Meistens hat Lampe recht. Dann gehe ich hier wieder rein, oder was? Jetzt bin ich im Kreis gegangen. Das war wie jetzt ver... Ach so. Lampe hatte wieder recht. Nicht gut. Wo ist mein Glas Honig? Im Auto. Naja, egal. Bis dahin komme ich noch. So, die Kiste ist zu. Ich habe gar keine Dietriche mehr gefunden seit geraumer Zeit. Ist aber mal gut hier. Gut, hier ist halt so eine Kiste, aber... Muss ich die wieder aufprügeln? Weil die hat ja nur 7000, ne? Nur. Kein Zeitzünder, kein Dietrich. Na gut. Meist lohnt sich das gar nicht. Honig. Danke. Bist auch süß. Ich habe für mich meinen Honig gefunden. Mhm. Die Quest mache ich aber nicht jetzt. Puh, die Kiste hat es wieder in sich, du. Die Kiste hat es wieder in sich. Ich habe einen Ohrwurm davon. Ja, müssen wir denn alle einen haben, oder was? Ja, leidet mit. Hm. So,
Da ist sie doch schon offen. Oh, Zeitzünder waren da drin, ne? Die hätte ich gerade gut gebrauchen können. Schmutz. Geil. Und so, wunderbar. Nein, ich sterbe. Ich sterbe. Passt. Das ist natürlich ärgerlich, ne? Ja, ich hab so einen Cocktail. Ich hab mal so eine Flasche geworfen da. Achso, hast du gebrannt oder was? Ja, das hat nicht mehr aufgehört, ey. Ich hab schon geblutet wie Sau. Das Ding hat auch noch einen Keller und ich hab da gerade eine interessante Kiste gesehen. So. So. Hallo, Bob. Immer wenn du egal sagst, habe ich Angst. Nee, alles cool. Alles easy. Ah, das ist auch nicht immer so ein gutes Zeichen. Vertrau mir. Nein. In den Sachen nicht. Ich frage mich, was mich da unten erwarten wird. Du wirst es sehen. Ich glaube, ich werde es herausfinden müssen. Wenn du unten bist. Weitere spannende Abenteuer in der Unterwelt. Ach, so. Viel Spaß. Ja, danke, danke. Das kann nur eine gute Idee sein. Hier ist ein Tunnel. Nee. Oh, ich hoffe, hier ist nicht wieder so ein komisches Kackschwein. Ich sage, du stirbst. Mir ist gerade was aufgefallen. Ja, wir hören. Mein Maschinengewehr ist leer. Ja. Ich habe noch eine Schrotflinte gefunden, aber ich habe die Schrotflintenmunition gerade ins Auto geschmissen. Ach, jetzt sag ich ja, du stirbst, ey. Ich habe hier gruselige Musik. Ich muss einmal Ich kann mich nicht mal rausbauen, weil der das Holz auch ins Auto geschmissen hat. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Im Untergrund. Mach mal. Bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als zu kämpfen und zu surviven. Mhm. Let's fetz. Ich habe hier mega die gruselige Musik. Ich glaube, ich wurde bemerkt. Wie schnell? Wie schnell? Ja, auch. Ich sag doch, du stirbst. Quatsch. Quatsch mit Soße, Jasmin. Jetzt ist das Kaninchen weg. Da ist es ja. Artgerecht getötet. Mit der Spitzhacke erschlagen. Boah. Ich mach das immer so mit drei Kaninchen. Ja. Die Arme. Ach, das merken die nach 10 Minuten gar nicht mehr. Oh. Oh, cool. Biep, bap, bitte, bitte, bitte. Bidi bidi bap bidi bap. Bip bap bidi 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 bap bidi bidi bap. Ja, lass das bitte. Und einmal in die Kommis bitte. Bip bap bidi 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 bap. Da
Klar, Moment. Bin ich ausgestattet? Auf deinen Hintern, du Frechdachs. Schläg dich übers Knie, du. So, dann sind wir auch schon fast wieder durch mit der Hütte. Lehm können wir immer gebrauchen. Lehm und Lehm lassen wir halt immer, ne? Gut, das haben wir. Aus den Fahrrädern kriegt man zumindest mal ein paar mechanische Komponenten. Wäschekorb unberührt. Kann ich nicht alles mitnehmen. So. Oh, ich bin schon wieder 7 überladen. Ich bin so froh, dass ich jetzt diesen Geländewagen habe, ne? Da passt so viel rein. Und du so? Was machst du? Ja, ich gucke, was ich am besten hier mitnehmen kann, alles. Komm doch zu mir. Nö, ich gehe jetzt Richtung Heimat. Ja, alles gut, ich vergebe dir. Du darfst auch wieder die Sachen aus meinem Auto mitverwenden. Nee. Was denn hier? Baumhaus? Nee, was ist das denn? Hier war ich ja noch gar nicht. Was ist das denn hier? Wo bist du denn? Oh, da war ich auch noch nicht. Ist bei mir noch grau. Muss mal herkommen. Jetzt? Warum nicht? Wann sonst? Ja, genau. Und genau den Messing will er nicht mitnehmen. Nö. Alter, hier die Fliegen, ey. Piep-pap. Hier ein Kackhaus oder was ist das? Jo. Aschidhaus. Wie ein Dixie oder was? Na, so ähnlich. So ein Holzklo. Ein Klumsklo? Oder richtige Toilette? Ja, aber als Holzdings. Ich dachte jetzt so ein Plumpsklo. Wie soll ich denn hier reinkommen? Ah! Oh, ich hab Angst. Ich das schaffe? Warst du das? Hast du gerade so gemacht? Ich? Ja. Was habe ich gemacht? So irgendwie so. Nee. So ein Knochen. Es war ein Geräusch, das ich noch nie zuvor wahrgenommen habe. Oh. Oh, wir werden so die Truhen wieder auffüllen. Kurz bevor die Alpha kommt. Wundert mich, dass die immer noch nicht da ist. Ja, scheiße, ja. Kann nicht alles mitnehmen. Hier sind rostige Fässer. Ach, das ist ja das Fenster, ja, ja. Man kann ja hier nicht durch offene, kaputte Fenster schießen, habe ich vergessen. Geht es hier irgendwo hoch? Doch, da. Aber das hier ist auch wieder so ein ökologischer Traum, diese Bude, ne? Nicht ein Heizkörper drin. Das ist doch scheiße. Dann überfliege ich die Bude nur noch. Taschenlampen kann man nicht stacken. Weg damit.
Ja, ja. Das ist schon besser. Wieso kann ich ein Assolump? Oh Gott. So. Hier ist ein verschlossener Waffenschrank. Ja, und? Jetzt mal mein Knastding mitgenommen. Wie war denn das nochmal? Schmeiß doch ran da! Immer noch verschlossen. Sprengung! Unberührt. Große gesicherte Gebiete werden von dieblichen sicher. Okay. So, Holdemaid. Ich würde sagen, ich mache mich so bald auf dem Weg zu dir. Mhm. Obwohl das ja natürlich aussieht wie ein modernes Haus, ne? Sollte man vielleicht doch nochmal einen Blick reinwerfen. Ob da nicht der ein oder andere Heizkörper ist. Bist du tot? Fast. Ist gut. So. Ja, wenn du stirbst, musst du mir auch Bescheid sagen, ne? Wenn du Hilfe brauchst. Hm. Ich komme denn, um dich zu retten. Ja, ich sterbe, weil ich bestimmt hier runterfalle rum. Mir anfühlt. Oh, hier komme ich nicht zurück. Jo, ich wusste. War das jetzt bei mir oder bei dir? Ja, logischerweise bei mir. Wo kommen denn die anderen jetzt her? Ach, da. Na, Dicky? Das wird zu fett für die Tür, wa? Bob, wie oft wollen wir das noch durchkauen? Ne? Guck mal, ich geh nicht mal zurück. Alter, wo kommen die denn alle her, Junge? Ich bin ein bisschen in Spitzen gekommen, muss ich sagen, ja? Der zittert noch hier, komm, Gnadenschuss. Gnadenschuss. Absolut hingerichtet. Heftig, hier kamen bestimmt 5 Leute gerade raus, ey. Ist doch ein fetter, oder? Oh, hier eine richtig gute Kiste. Oh, hier musst du herkommen. Warum? Hier ist voll viel. Oh, ich kann das gar nicht mitnehmen. Oh. Essen, ganz viel Essen. Guten Tag, mein junger Mann. Ich kann das alles nicht mitnehmen. Bisschen abgenommen, wa? Oh. Hab immerhin nicht getroffen. Sieht aus wie so ein Mad-Igel.
Also Mischung aus Met und Igel. Oh, ich habe 2 Punkte bekommen. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte ich mittlerweile wieder habe. So. Nö. Das will ich nicht. Ich kann diese ganzen Klamotten nicht alle mitnehmen. Ist ja jetzt blöde, ja. Ja. Ja, Oh, Scheiße. Das ist doch kacke. So. Hat sich ja gelohnt. Ja. Ist ja nur Deko gewesen. Möglicherweise. Hey, nur Klamotten hier. Und Tote. Klamotten und Tote. Platz für Blaubeeren. Achso, dafür habe ich auch keinen Platz. Habe ich die Motten noch drin? Ja, ne? So. So, Knochen gehen auch schon nicht mehr. Gammelfleisch, kein Nitrat. Bier geht nicht. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Wieso sind denn hier eigentlich keine Heizkörper mehr weiter, sag mal? Da war doch... Ja, da war doch in dem einen Raum ist so auch einer drin. Und sonst hier gar nicht mehr? Das ist mir ja ein bisschen suspekt. Jasmin? Ja. Bida, bidi bidi bidab. Bidi bidi bab, bidab. Nervst. Bipa, bidi bidi bibab. Bidi bidi bab, bipa. Das hat sie auch gesagt. Aber ich habe zumindest nochmal einen Heizkörper gefunden. Hier wo mein Bett. Da. Au! Entschuldigung, sind Sie vielleicht tot? Ich meine, der Pfeil ist direkt durch Ihren Kopf durchgegangen, aber keine Beweise hier lassen. Keine Beweise hier lassen. Das war ich nicht. Das ist nie passiert. Okay, 2 kann ich noch mitnehmen. Nein! Ach komm. Dein Ernst? War da draußen? Ist das ein Dicker? Nee. Hi Bob. So, dann klauen wir hier nochmal so viel Heizkörper wie geht. Dann gucken wir nochmal im Müll gucken. Und Computer nehmen wir mit, ne? Ein Gaming-PC.
mach mal. Ganz wichtig. Ganz wichtig. So. Bin hier in der Ecke, wo ich nie war, glaube ich. Gut, hier war weiter kein Heizkörper. Aber noch die Küche kurz durchgucken. Ich muss sowieso mal essen. So. Können wir die Kohle noch mitnehmen? Und gleich Angelblei, Jasmin. Angelblei ist wichtig. Ja, nehme ich auch mal mit. Erst die Garage. Heizkörper, perfekt. Dietrich kann ich nicht mitnehmen. Jetzt lasse ich hier nicht mehr alles hier, du. Jetzt fange ich an zu zerlegen. Oh. Ein lootbares Auto. So. Okay, der Coupé hat noch mal Glück gehabt. Coupé. Der Coupé. Kennst du das Lied? Ah, oh, halt bloß einen Sappel jetzt. Jasmin, störe mich bitte nicht, während ich Zivilisten mache, ja? Das ist genau, was wir brauchen. Mehr ist mehr. Was ist damit? So. Irgendwas Spezielles drin? Man aus denen euch noch Eisenbarren, mechanische Teile und mechanische Teile. Davon haben wir auch ein paar. So. Aha. Autsch. Autsch. Ich war mir erst nicht sicher, ob er hier drin ist. So, komm rein. Da ist der geile Loot. Na, sieh mal einer an. Ob der Baumeister? War jetzt aber nicht jugendfrei, also nicht für Kinder gedacht, oder? Plastik. Oh. Echt jetzt? Wo bist du denn aussperrt? Ich? Da oben, ja. So, das ist wichtiger. Oh. Auch rein damit, ich habe ein Medikamentenproblem, Jasmin. Ich hab hier zweimal Crack a Book. Hä? Der glückliche Sammler. Und eins. Und kein Platz mehr. So. Und
haben wir hier Feines? Habe ich hier schon drauf? So, wunderschön. Dann kann ich jetzt... Ich bin auch wunderschön. Jasmin, du bist auch wunderschön. Ja. Nice. Sagen wir es, wie es ist. Wir sind alle wunderschön. So, jetzt kann ich einmal zu meinem Auto gehen, gucken, ob ich noch ein bisschen Platz kriege. Du bist mittlerweile schon 2,7 Kilometer von mir entfernt. Bist du zu Hause? Ich bin jetzt zu Hause, ja. Dann brauche ich ja gar nicht mehr zu dir kommen, wa? Ich hab ja alles gemacht. Das auch ohne dich. Okay, wie spät ist denn das? Gleich 8. Wie lange hat der Händler auf? 10 oder 8? Weiß ich nicht. Ich guck mal, ob ich den noch erreiche. Ja, ruf ihn mal an, genau. Guck mal, ob du ihn noch erreichst. Ich ruf einfach mal durch. Wo war denn der hier? Nee, das passt nicht, ne? Yes. Wo muss ich denn hin? Oh, da. Der Hund darf leben. Ich muss erstmal gucken, ob ich jetzt noch den Traitor erreiche. Ich würde gerne noch ein paar Sachen schnell verkaufen. Also ich muss sagen, viele Leute laufen nicht ordnungsgemäß auf dem Bürgersteig, ne? Und die gucken auch nicht, wenn die über die Straße gehen. Da kommst du da mit deiner Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h an und zack. Eyo, gerade du. Was? Kleber, Kleber? Ich? Nein. Okay. Die hier. Aber die haben sich doch nicht festgeklebt, deswegen habe ich sie schnell von der Straße geholt. Ich bin ein Held. Ich habe deren und mein Leben geschützt. Ja, so bald schlafen. Ich glaube, also wenn der um 8 Uhr zumacht, dann ist es sowieso schon zu spät. Vielleicht. Das ist auch eine ganze Ecke von hier. Ja. Ich bin jetzt gerade mal in Nashville. Nashville? Keine Ahnung, ob das so heißt, aber irgendwas mit N. Nashville vor allem, wie du Nashville. Hast gesagt. Nashville. Wieso ist hier eigentlich kein Ortsschild? Oha. Wenn die Senioren wieder über die Straße laufen, ne? Ach, da kannst du nichts machen. Schon wieder Durst? La 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 la. Deswegen hat man kein Handy am Steuer. Weil du sowieso nicht fahren kannst. Da bräuchte man eine Magnum, ey. Ich glaube, ich hätte einen vorher schon links fahren können. Aber ist eigentlich auch nicht so. Bild. Kann ja immer noch hier, wenn ich zum Händler, dann ich einfach übers. Wie mit Udo. Das ist so eine geile Sprachnachricht, ey. Wie geil der abdreht. Hast du gehört, ja, ne? Ja, hast ja, habe ich mir angehört. Also, er ist voll ruhig noch und dann... Ich finde voll geil, so die allerersten zwei Sprachnachrichten. Da hat er sich so richtig fürsorglich angehört. So, Mensch, was ist denn los? So nach dem Motto,
Brauchst du Hilfe? Und später... Mir doch egal, fährst du weg, kommst du her. Ja. Er ist halt irgendwie so geil. Ist irgendwie der sympathischste Choleriker, den ich kenne. Er ist cool. So, hier ist Damage. Er ist wie ich. Ja, nur cool. Schnauze. Was? Jetzt erlebst du deinen nächsten Tag nicht mehr hier. Das nehme ich mit rein. Werden wir sowieso nicht mehr verarbeiten. Das. Wenn das denn nimmt. Ich bin aber eigentlich mit dem voll zufrieden. Das kann noch mit. Die mehr habe ich jetzt gar nicht so auf Anhieb zum Verscherbeln. Wird Zeit, dass du mit dem Messing kommst hier. Ein bisschen. Sag mal, was ist das für ein Ton? Da wird Zeit, dass du mit dem Messing hier an Land kommst. Flanke ich dir welche. Ja. Aber sowas von. So, Mündungs... Ja, komm, wir nehmen die Mollys. Ja. So, achso, ja, hier, ich habe ja noch eine... Ja, komm, gib mir hier das Band. So. Ich habe noch Pockets. Zack. Ich wusste gar nicht, dass ich so viel gut habe bei dem. Trader Joe hat richtig Schulden bei mir gehabt. Hä? Ja. Wieso? Weil ich schon etliche Missionen gemacht habe, scheinbar ohne... meine Belohnung abzuholen. Ja, wahrscheinlich hast du es nie richtig angeklickt und auf Abschließen gedrückt. Möglich. Du bist bestimmt nur immer auf die Sachen rauf, oder? Keine Ahnung. Die dir angezeigt werden? Ich kann es dir jetzt nicht sagen, Jasmin. Ich dir es schon. Es bringt nichts, mit mir jetzt noch zu diskutieren. Es wäre so, es war so, wie ich gesagt. Du kannst mich anschreien, ja. Hä, hey, soll ich dich mal anschreien? Hey, komm mal, guck mal, so kommen wir nicht weiter. So. Willst du einen Eisenbrustpanzer Stufe 6 haben? Nö. Cool. Was ist das? Jetzt habe ich es gerade verkauft, ist egal. Das wäre quasi mit der beste Brustpanzer, den du hättest haben können. Stufe 6. You come back sometime. Hab ich doch schon. Hast du, aber du hast keinen Eisenbrustpanzer, ne? Nö. Siehste? Ich bin ganz zufrieden mit meinem. Dadurch, dass ich die ja immer gut abschieße, kriegen die mich kaum. Muss der auch mal repariert werden, deiner? Hast du mal geguckt? Stimmt. Ich hab Rüstung, die schützt mich nur gar nicht. Nö, doch, geht noch. So. Alles noch EO. Oh, ist das ein herrlicher Sonnenuntergang. So geil aus. Ich finde das mega mit dieser Lichtbrechung zwischen den Bäumen, das sieht einfach klasse aus. Ja, na, klasse. So,
Falls du es nur nicht vernommen hast, ich bin zu Hause. Sag mal. Gut. So, einfach mal alles rüber hier. So, Nitrat hast du jetzt hier bei Munition mit drin, ne? Nee, hast du nicht. Wo hast du Nitrat jetzt hingeschmissen? Oben rechts. Ah ja. So. Messing. Ich gehe das mal gleich einschmelzen, ne? So, ganz viel Messing, 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 Messing. Ja, Messing hauen wir ja alles in einen Ofen, ne? Weiß ich nicht, habe ich jetzt verteilt gemacht, damit es schneller geht, glaube ich. Also nee. Da, wo was drin war. Hier ist nirgendwo Messing drin, also. Hä, schmelze ich doch gerade ein. Hier oben ist nichts. Hä, natürlich. Nee. Ich habe doch selber das Messing da eben reingemacht. Macht ja nichts, ist trotzdem nichts mehr da. Ja, dann ist es schon. Hä, hey, hier. Dann ist es schon fertig. Nur Stein und Blei. Wenn du die Geschossspitzen machst, brauchst du Blei, hast du gesagt, ne? Jo. Brauchst du noch was anderes als Blei? Oh, keine Ahnung, Mensch. Lehm. Okay. Ja, aber Messing ist wichtiger. Schmilzbar, ne? So. Ja, ich weiß, ich sehe es. Wie lange bist du jetzt in der Schmiede? Okay. Steht hier, wie lange das insgesamt dauert? Nee, ne? Wo bist du denn jetzt? Im Auto. Ach so. Im Auto. Am Auto. Ums Auto herum. Chemiestation ist unten. Oh, schon wieder 10 Uhr. 10 Uhr. Oh nee, ne. Man sieht schon wieder da. Wo bist du? Ich bin an der Waffenmunitionskiste und hätte auch noch was für dich, wenn du willst. Ja, ey, wir müssen jetzt gleich da erstmal die Olle killen. Er schreibt bestimmt gleich.
So, 1 zu 2. Transformers-Kiste muss noch. Reicht doch. Boah, 10-mal Honig haben wir jetzt. Das ist gut. Kommst du klar um oder brauchst Hilfe? Ich komm klar. Sie hat ja eh schon geschrien. Kommen welche oder noch nicht? Also sie ist tot. Aber da kommt noch einer. Ein paar kommen, ja. Aber ist kein Problem. Wenn du Hilfe brauchst, rufst du mich. Nö. Da war noch eine Schreierin, die wollte gerade schreien. Ja. Das war schon. Aber wo du schon mal hier bist, ne? Pass auf. Das habe ich für dich. Das. Das. Oh, das ist gut. Ich weiß, hier, das ist, glaube ich, die Munition, die du immer nimmst. Ja. Das ist gut. Danke. Mhm. Danke, Anke. Für jeden eine. Jetzt haben wir noch die Ärztehilfe. Transformers-Kiste mit dem Papier und dem Schrot wollte ich ja eigentlich noch was machen. Hä, bist du das? Was denn? Hier haut doch noch irgendwo einer was kaputt. Nix. So. Wieso? Achso. Deswegen. Da, 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 da. Oh, Junge. Was, Junge? Du, Junge. Gut, dann habe ich das Auto auch schon wieder in eine Hosentasche gesteckt. Mein kleines ja. Hot Wheels. So, wir müssen einmal nach oben, wir müssen nach unten, wir müssen nach überall. Wir müssen nach überall. So, Waffen. Nee, Schrotz. Und dann haben wir eine Stufe 6. Wie lange haben wir jetzt schon? Was da drin ist. Stunde. Oha. Ja, gleich. So. Ich würde das noch einmal hier noch schnell aussortieren, was ich hier in meine Taschen habe. War schon fertig. So. Ich habe auch noch ein paar Sachen, die ich verkaufen muss. Das habe ich gar nicht gesehen gehabt vorhin. Ich gesehen gehabt vorhin. So, 4 da rein.
Pfeile. Pfeile haben wir noch unten in der Kiste. In der bist du jetzt drin. Jetzt nicht mehr. Ja, Gott, bist du doof, ey. Ich hab mich erschrocken. Das kommt oben. Das sind nochmal 4 Messingheizkörper. Einfach mal hier so durchflippen. Hast du eigentlich wieder was angebaut? Ja, ist auch erntereif schon. So, hier nochmal das und das. Scheinwerfer. Eieieiei. Ist das Button. Viel. Was? Wegzuräumen. Ich hab schon alles weg. Ich hab mir das Leichte genommen, das Essen. Und Getränke. Oh. Gut, jetzt habe ich nur noch diese eine Mod, die kann ich bei mir im Brustpanzer gar nicht reinmachen, ne? Oder kommt die in die Knarre? Warte mal. Die habe ich. Aber kommt da auch nicht rein. Boah, mei, oh mei, das ist eine Menge Stuff hier gewesen. Gut, jetzt wäre als nächstes, ich wollte ja noch Schrotflintenmunition machen. Und dafür hatte ich, habe ich nur 100 Schrot? Nee. Bisschen wenig. Schritt. Grober Schrot. Blei und Lehm. Hm. Egal, machen wir nächstes Mal, ne? Nächstes Mal machen wir ein bisschen Shotgun-Muni. So, das war's auf jeden Fall für heute von uns. Morgen geht's nochmal weiter. Bis jetzt hat uns das Update ja noch nicht hier zwischen die Beine getreten. Noch nicht. Aber das wird es noch. So, bis dahin aber gibt es noch regelmäßig Folgen. Und wie gesagt, sonst gibt's halt einen Tag lange Folgen, ne? Zumindest so, bis wir ungefähr eine Woche Vorlauf wieder haben, damit wir immer alles abdecken, falls mal einer krank ist oder Jasmin wieder dumm ist und ich sie denn nicht mag und wir streiten uns denn und schreien uns an und dann wirft Jasmin wieder mit Tellern und mach ich. Alles klar, wir sehen uns morgen. Wenn ich jedes Mal mit Tellern werfen würde, dann hätten wir schon keine mehr. Bis dahin, mach's gut. Ciao. Tschüss.